meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich wieder reingeklickt haben zu unserer Asklepios Internetsendung Nachtvorlesung nachgefragt. Die heutige Ausgabe hat das Thema neurogene Gangstörung. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Professor Günther Seidel, den Chefarzt der Neurologie in der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Seidel. Ich habe es eben gesagt, neurogene Gangstörung ist heute unser Thema. Auf diese Störung wollen wir natürlich ausführlich zu sprechen kommen, aber ich würde gerne als ersten Schritt erstmal von Ihnen hören, was macht eigentlich den normalen, den gesunden Gang aus? Was setzt das Ganze voraus? Ja, zum Gehen braucht man Gleichgewicht. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und das Gleichgewicht, dafür braucht man verschiedene Sinnesmodalitäten, Sinnessysteme. Das eine ist das Auge, das visuelle System, das ist sehr wichtig, auch fürs Gehen. Dann das Gleichgewichtssystem, also das Innenohr. Und dann natürlich das Gefühl, insbesondere von den Füßen, was über die Nerven, durch das Rückenmark bis ins Gehirn geleitet wird. Und was letztlich auch für das Gleichgewicht und damit das gesunde Gehen notwendig ist. Mhm. Wenn eins dieser Systeme gestört wird, dann geht das System noch. Wenn zwei gestört werden, dann ist das Gleichgewicht gestört und man kann sich eben nur noch sehr schlecht bewegen. Das ist das Nervensystem, was für das Gleichgewicht und das Gehen wichtig ist. Natürlich gibt es noch andere Strukturen, die notwendig sind, wie die Muskulatur oder wie das Skelettsystem, das intakt sein muss. Eine Gangstörung, davon geht man aus, oder eine Gangstörung ergibt sich, wenn zum einen die Ganggeschwindigkeit herabgesetzt ist oder auch das Gangmuster. Das heißt also, wie der Gang durchgeführt wird letztlich. Die Ganggeschwindigkeit ist altersabhängig. Das heißt, jüngere Menschen, so unter 40, gehen, wenn sie maximal schnell gehen, also nicht laufen, ungefähr bis zu 2,5 Meter pro Sekunde. Und ältere Menschen gehen eben einfach langsamer. Das ist aber physiologisch, das ist normal. Das ist noch keine Störung. Also ein 80-Jähriger geht, wenn er gesund ist und schnell geht, so ungefähr 1,5 Meter pro Sekunde. Mhm. Das ist sozusagen die Ganggeschwindigkeit, die wichtig ist. Und das andere ist natürlich das Gangmuster. Das heißt, ist das Gangbild harmonisch beispielsweise? Werden die Füße mit einem ausreichenden Abstand vor den anderen gesetzt, der Fuß vor den anderen? Also man geht davon aus, so, dass es eine Fußlänge quasi die normale Schrittlänge ist. Dann müssen die Beine einen gewissen Abstand haben, das heißt so eine Fußbreite circa. Und beim Gehen muss der Fuß oder sollte der Fuß so circa 2 Zentimeter gehoben sein. Mhm. Zum Gehen gehören ja nicht nur die Beine, sondern auch der Rumpf und die Arme. Und auch die müssen eben entsprechend bewegt werden, also gegenläufig die Arme beispielsweise. Auch bei Drehbewegung ist es sehr wichtig, dass eben bei der Drehbewegung nur eine geringe Schrittzahl notwendig ist, um sich um die eigene Körperachse zu gehen. Mhm. Wenn man sich jetzt einen alten Menschen beispielsweise anguckt, woher kann ich genau merken, ob derjenige wirklich einfach langsam geht oder ob da vielleicht doch das ein oder andere Krankheitsproblem eine Rolle spielt? Haben Sie da Tests? Also es gibt natürlich Tests, um das zu messen, auch mit Zeiten beispielsweise. Es gibt einen ganz einfachen, globalen, also umfassenden Test, der sehr einfach ist. Und zwar ist es ein Test, der heißt Timed-Up-and-Go-Test, aus dem Englischen. Das heißt, der Proband sitzt auf einem Stuhl und soll ohne Zuhilfenahme der Arme aufstehen, dann 3 Meter gehen, sich einmal umdrehen, zurückgehen und wieder ohne Zuhilfenahme der Arme hinsetzen. Normal ist es, wenn das unter 20 Sekunden vonstatten gehen kann. Und krankhaft ist es, wenn es über 30 Sekunden dauert. Das ist ein sehr globaler Test, wo sozusagen die gesamte Funktion aufstehen, gehen und wieder hinsetzen geprüft wird. Mhm. Die ist natürlich sehr alltagsrelevant und entsprechend ist das ein sehr einfacher und gut zu messender Test, um dann auch zu schauen, wenn Behandlung gemacht wird, ist das eigentlich besser geworden, das Gehen. Hat das Ganze auch in aller Regel mit Schmerzen zu tun? Denn ich frage mich gerade, wie ich unter Umständen eben selber darauf kommen könnte. Mein Gang ist wirklich nicht nur verlangsamt, sondern ich habe wirklich womöglich eine neurogene Gangstörung. Mhm. Also Schmerzen natürlich machen eine Gangstörung, humpelt man. Und dadurch ist natürlich das Gangbild optisch auch gleich verändert. Optisch verändert und natürlich die Harmonie des Gangs ist eingeschränkt und damit liegt eine Gangstörung letztlich vor. Mhm. Wenn man dann sich in Fachhände, in Expertenhände begibt, wie sieht die Diagnostik aus? Was haben Sie alles für Möglichkeiten? Was wird alles genau überprüft? Also das ist ein sehr interessantes Thema, denn das Ganze fängt wie immer in der Neurologie natürlich mit einer sehr guten Anamnese an, das heißt die Krankengeschichte. Wie hat sich die Krankheit entwickelt? Wann tritt diese Gangstörung auf? Sind Schmerzen dabei? Ist sehr wichtig.
Das heißt, genaue Anamnese, auch was zum Beispiel Medikamente beinhaltet. Es gibt bestimmte Medikamente, die einfach die Koordination beeinträchtigen und dadurch ist eine Gangstörung schon erklärt. Also auch solche Faktoren müssen bedacht werden. Und dann ist der nächste Schritt natürlich erstmal die Beobachtung letztlich des Gehens. Das heißt, der Patient läuft, geht einfach ein paar Schritte hin und her, dreht sich um und geht wieder zurück. Und allein durch die Beobachtung des Gangbilds kann man schon sehr viel über die Ursache, wenn eine Gangstörung überhaupt da ist, über die Ursache sagen. Mhm. Zum Beispiel ist es ein Hinken bei Schmerzen, ein Schonhinken, zum Beispiel bei Arthrose, also eine Gelenkserkrankung. Das ist keine neurogene Erkrankung, aber die kann man letztlich durch ein Schonhinken beispielsweise erkennen. Hinken und Schmerz kann natürlich auch durch Kompression einer Nervenwurzel, also einen Bandscheibenvorfall beispielsweise, entstehen. Auch das macht natürlich eine Gangstörung und kann letztlich durch dieses Schonhinken erkannt werden. Dann gibt es andere Gangstörungen, wo das Gehen sehr unkoordiniert ist, wie zum Beispiel bei einem Menschen, der zu viel Alkohol getrunken hat. Das kann eine Störung zum Beispiel im Kleinhirn sein, an bestimmten Hirnstrukturen. Kann aber auch an Medikamenten beispielsweise liegen, die zu hoch dosiert sind. Dann gibt es andere Gangstörungen, wo das Gangbild eher so staxig ist, das heißt also die Beine sehr wenig nur gebeugt werden können und eher so steifes Gangbild. Das sind häufig Patienten, die eine Spastik haben, eine Spastizität der Muskulatur, die auch zum Beispiel durch Rückenmarkserkrankung oder Erkrankung im Stammhirn oder im Großhirn hervorgerufen werden kann. Und dann gibt es andere Gangstörungen, die auftreten, wenn der Patient sehr kleinschrittigen Gang macht, das heißt also kleine Schritte, sehr viele Wendeschritte braucht, die Arme kaum bewegt. Und das ist das klassische Gangbild, das kann man quasi so schon fast eine Diagnose stellen, zum Beispiel beim Morbus Parkinson, also einer degenerativen Erkrankung, die unter anderem das Stammhirn betrifft, wo eben automatisierte Bewegungen kodiert werden, also oder durchgeführt werden oder die Programme dafür durchgeführt werden und die dann zu so einer Gangstörung führen. Andere Störungen, die auch relativ häufig sind, sind zum Beispiel Gangstörungen bei Polyneuropathien, also Erkrankungen der Nerven, zum Beispiel im Rahmen einer Zuckerkrankheit, wo das Gangbild dann so aussieht, dass zum Beispiel die Füße nicht mehr gut gehoben werden können und dann ein sogenannter Storchengang oder Steppergang auftritt. Das heißt, beim Gehen sinkt die Fußspitze nach unten und die Beine müssen besonders hoch gehoben werden, sodass es so aussieht wie ein Storch, der sozusagen im Wasser läuft. Mhm. Und auch so kann man sehr einfach schon einen guten Hinweis haben, wo die Störung zu lokalisieren ist im Nervensystem. Der nächste Schritt ist dann neben dieser reinen Beobachtung die neurologische Untersuchung. Das heißt, man schaut nach, welches System betroffen ist. Wenn wir jetzt ganz zum Anfang gucken, kommen zum Gleichgewichtssystem, das kann man untersuchen. Das visuelle System, das Sehen kann man natürlich untersuchen. Und durch die neurologische Untersuchung kann man dann sehr gut sagen, ob eine Störung zum Beispiel im peripheren Nervensystem ist oder im zentralen Nervensystem liegt. Und wenn man dann Anamnese und neurologischen Befund und Gangbeobachtung zusammennimmt, dann kann man weiter überlegen, welche Zusatzdiagnostik notwendig ist. Zum Beispiel eine Messung dieser Bahnstrukturen, also bei einer Polyneuropathie zum Beispiel eine Neurographie oder eben dann auch bildgebende Verfahren des Rückenmarks oder des Gehirns. Und weitere Differenzierung kann man dann zum Beispiel durch Untersuchung von Körperflüssigkeiten machen, also vor allem Blut, um zu schauen, sind irgendwelche Mangelzustände da, wie auch zum Beispiel Vitaminmangelzustände, also Vitamin B12-Mangel oder Folsäuremangel ist eine gängige Ursache für eine Gangstörung, für eine Störung des Nervensystems. Oder dann auch Untersuchung der Nervenflüssigkeit, um eine Entzündung im Nervensystem zu erkennen, wie zum Beispiel eine Borrelienerkrankung, die dann auch zu einer Lähmung beispielsweise führen können, die letztlich dann auch zu einer Gangstörung führt. Also ein breites Spektrum an Diagnostik ist da möglich. Absolut. Und viele Informationen, die mir persönlich zum Beispiel auch noch gar nicht bekannt waren, also was man wirklich durchs bloße Draufschauen womöglich schon erkennen kann und wie facettenreich auch die Ursachen sein können, die da an Krankheitsbildern dahinter stecken. Teilen Sie so eine Gangstörung eigentlich in bestimmte Schweregrade ein und richtet sich womöglich eine Therapie auch nach dem Level der Erkrankung sozusagen? Ja, es gibt so eine Einteilung nach Level, nach Höhen und das ist eher so eine anatomische Einteilung, also nicht der Schweregrad an sich, sondern eher die Anatomie, das heißt die Lokalisation der Störung im Nervensystem. Das ist das unterste Level, sind zum Beispiel Erkrankungen des Skeletts, also des Stützapparats, Arthrose beispielsweise, was ja keine neurogene Gangstörung ist, aber dann zum Beispiel eine Polyneuropathie, wo die Nerven zum Beispiel des Beins betroffen sind. Das ist das niedrigste Level vom Nervensystem, wenn man das vom Kopf her betrachtet quasi. Dann gibt es das mittlere Level, das sind dann zum Beispiel Erkrankungen des Rückenmarks,
wie zum Beispiel eben degenerative Erkrankungen mit Einengung des Spinalkanals, also eine sogenannte zervikale Myelopathie oder auch eine Multiple Sklerose, die eben das Rückenmark betrifft und dann zu einer Störung, also einer Spastizität, einer Tonuserhöhung der Beine führt. Das ist das mittlere Level und das höhere Level. Das höchste Level ist sozusagen das Großhirn, das Gehirn an sich. Und da gibt es Erkrankungen wie die Parkinson'sche Krankheit, die ich eben schon erwähnt hatte, oder andere Erkrankungen, zum Beispiel Erkrankungen, wo die Nervenflüssigkeit in dem Kammersystem des Gehirns nicht richtig zirkulieren kann, beziehungsweise zu viel Nervenflüssigkeit gebildet wird oder zu wenig abfließen kann. Also ein Pseudotumor cerebri, beziehungsweise ein Normaldruckkulturzephalus sagt man auch dazu, das heißt eine Erweiterung des Kammersystems, die man dann über zum Beispiel eine neurochirurgische Operation wieder beheben kann, diesen Aufstau. Es gibt aber auch Störungen, die sozusagen noch über die Struktur des Gehirns hinausgeht. Das sind Gangstörungen, die eben psychosomatische Ursachen haben. Mhm. Also zum Beispiel sozusagen der körperliche Ausdruck des Nicht-mehr-Weiter-Könnens. Aus psychischen Gründen, der führt dann unter Umständen auch zu einer Gangstörung. Und auch das muss man natürlich beachten. Wie würde die aussehen? Die ist häufig sehr bizarr anmutend. Also das sind Gangstörungen, die man nur mit einem sehr intakten Nervensystem durchführen kann. Aber trotzdem dazu führen, dass das Gehen sehr beeinträchtigt ist, zum Beispiel das Gangmuster. Das ist ja hochinteressant, das wusste ich auch nicht. Aber da sieht man mal wieder, wie eigentlich in jeder Sendung an irgendeiner Stelle, wie sehr die Psyche und der Körper letztendlich miteinander verbunden sind, dass es ohne einander eben einfach nicht geht. Was ist denn eine multifaktorielle Gangstörung, Herr Professor Seidel? Davon habe ich gelesen und konnte mir noch nicht wirklich entdecken. Ja, also multifaktoriell heißt ja, mehrere Faktoren sind bei der Verursachung der Gangstörung ursächlich. Und zwar gibt es zum Beispiel Gangstörungen, die letztlich durch eine neurologische Erkrankung bedingt sind, beispielsweise eine Parkinson'sche Krankheit. Das heißt, dieser kleinschrittige, vornübergebeugte Gang, der häufig auch zu Stürzen führen kann. Und das ist ein großes Problem natürlich bei den Gangstörungen, die Stürze. Und die Stürze führen dann letztlich dazu, dass der Patient selbst sehr viel Angst hat zu gehen. Und diese Angst an sich ist auch wieder eine Art von Gangstörung. Das heißt, diese beiden Störungen bedingen sich untereinander und führen dann eben zu einer Verstärkung der Gangstörung und damit auch dann unter Umständen der sozialen Isolierung der Patienten. Denn die wollen dann gar nicht mehr das Haus verlassen, in der geschützten Umgebung bleiben. Wie ein Teufelskreis. Wie ein Teufelskreis. Ne? Das heißt also, mehrere Gangstörungen kommen zusammen. Das gibt es natürlich auch bei beispielsweise wieder einer Parkinson'schen Erkrankung und einer Polyneuropathie bei älteren Menschen, die einen Diabetes beispielsweise haben. Die haben dann zwei Erkrankungen, die zu einer Gangstörung führen und die sich dann unter Umständen gegenseitig auch verstärken können. Sodass das eben mehrere Faktoren sind, die dann zusammenkommen und das Ganze stärker noch verstärken können. Wir haben über die ganz vielen möglichen Ursachen dieser Gangstörung eben schon gesprochen. Können wir vielleicht bei der einen oder anderen Ursache selber ein bisschen prophylaktisch tätig werden? Was kann man tun, um möglicherweise so eine Gangstörung nicht zu bekommen? Gibt es da irgendwelche Felder, wo man selber vorbeugend etwas tun kann? Naja, es kommt natürlich, eine gesunde Lebensweise, könnte man so sagen, ist natürlich immer vorbeugend, zum Beispiel für Vitaminmangelzustände. Das heißt, eine ausreichende, ausgewogene Ernährung ist sehr wichtig. Der andere Punkt ist natürlich der, dass die ganzen Systeme, die für Gleichgewicht, Gang zuständig sind, trainiert werden können. Das heißt, wenn man sich nicht körperlich betätigt, Gleichgewichtsübungen macht, sei es nur spazieren gehen, dann sind diese Systeme nicht geübt und damit sind die eben sehr viel anfälliger, auch dann erkrankt zu werden, sozusagen. Das heißt also, eine Störung wird sehr viel stärker symptomatisch werden, wenn der Patient nicht sehr beübt ist. Das merke ich immer wieder bei älteren Menschen, die ganz regelmäßig Gymnastik beispielsweise machen, die sehr viel mobiler, sehr viel sicherer letztlich auf den Beinen sind durch dieses ständige Training. Das heißt, Training ist für das motorische System und das Gleichgewichtssystem extrem wichtig. Also als Prophylaxe Gehtraining, Gymnastik haben so Sie gesagt? So ist es, Gymnastik, für Gangtraining, Koordination. Koordinationstraining, Nordic Walking beispielsweise mit Stöcken, weil das einfach auch eine gewisse Sicherheit gibt. Oder allgemein spazieren gehen, das sind wichtige Dinge. Und gesunde Lebensweise allgemein, kann man aber ruhig sagen, kommt natürlich auch in jeder Sendung vor, aber es ist ja tatsächlich auch eine gute Prophylaxe. So, ja. Alkohol haben Sie zum Beispiel Alkohol angesprochen. Ist natürlich auch eine Frage immer der Menge. Ne? Sehr viel Alkohol führt natürlich zu einer Nervenschädigung, auch zu einer Hirnschädigung, also einer Kleinhirnschädigung. Und beide Faktoren führen wieder zu einer Koordinationsstörung mit einer Gangstörung. Das sind natürlich, gesunde Lebensweise ist immer wichtig oder eine
Arteriosklerose durch Rauchen beispielsweise kann zu einem Schlaganfall führen, der in einem für das Gehen wichtigen Zentrum liegen kann, der dann auch wieder zu einer Gangstörung ist. Also das ist sozusagen Ausgangspunkt. Wichtig natürlich dann auch vorsorgende Untersuchungen durch den Hausarzt beispielsweise, um zu schauen, ob nicht ein Diabetes vorliegt. Denn der Diabetes ist natürlich eine Krankheit, die man selbst nur merkt, wenn es doch schon sehr fortgeschritten ist. Und die Störungen, die im Nervensystem auftreten können, auch der Nerven letztlich an sich, die treten natürlich über lange Zeit auf. Und deswegen ist es sehr wichtig, sowas sehr frühzeitig dann auch zu behandeln. Die diagnostischen Möglichkeiten haben wir schon besprochen, Herr Professor Seidel. Wie sieht es denn mit den Therapieoptionen aus? Ja. Sind bestimmt auch sehr, sehr weit gefächert. Können Sie uns trotzdem die wichtigsten Infos geben? Das Wichtigste ist natürlich zunächst mal rauszubekommen, was ist überhaupt die Ursache der Gangstörung? Und dann muss man die Krankheit, die unter Umständen zugrunde liegt, spezifisch behandeln. Das heißt also zum Beispiel, ist eine Rückenmarkserkrankung da durch die Degeneration der Wirbelsäule, die zu einer Ummauern der Wirbelsäule führt mit Einengung des Spinalkanals, dann ist natürlich zum Beispiel eine Operation die richtige Behandlung erstmal. Oder ist es ein Vitaminmangelzustand, der zu einer Polyneuropathie führt, dann muss natürlich diese Ursache, der Vitaminmangelzustand, ausgeglichen werden. Oder ist es eine Erweiterung des Hirnkammersystems, dann muss man da sehen, ob man nicht da eine Shunt, auch eine neurochirurgische Operation durchführt, um eben die Nervenflüssigkeit abzuführen. Das sind also verschiedene Dinge, die notwendig sind, wenn man die Ursache gefunden hat. Unabhängig davon ist das, was ich eben schon sagte, sehr wichtig, was man auch vorbeugend machen kann, ist eben das Gangtraining, ist sehr wichtig. Das heißt also, dem Nervensystem durch Üben die Chance geben, diesen Defekt, der da ist, auszugleichen. Denn es sind immer mehrere Systeme, die fürs Gehen zuständig sind. Und wenn ein System gestärkt wird und das andere eben durch krankheitsbedingt schwach ist, dann kann das einen Teil der Funktion eben ausgleichen und entsprechend dann wieder zu einer besseren Funktion führen. Das heißt, Training unter physiotherapeutischer Betreuung, das ist ganz wichtig, um nicht auch krankhafte Gangmuster zu erlernen, die man sich selbst beibringt, damit es irgendwie besser geht. Ob man das Gehen womöglich auch verlernen kann? Ja, man kann es verlernen, man kann es auch falsch lernen. Also das ist also absolut notwendig, dann eine physiotherapeutische Betreuung zu haben, um dann Gangtraining professionell angeleitet zu erlernen, um es dann natürlich zu Hause selbst weiter durchzuführen. Denn es ist wirklich eine Frage der Übung. Vielleicht noch ein Punkt, was kann man noch tun, wenn so eine Gangstörung ist? Es gibt natürlich auch Prophylaxen. Da kommen wir später noch drauf, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also neben der spezifischen Behandlung, der physiotherapeutischen Behandlung, dann natürlich auch die Vorbeugung des Sturzes, weil das ist etwas, was sehr gravierend sein kann. Also jeder 20. Mensch, ältere Mensch, der stürzt, bricht sich dabei den Schenkelhals, was dann mit viel Schmerz und mit Krankenhausaufenthalt verbunden ist. Und das sollte man natürlich unbedingt vermeiden. Das heißt, dann gibt es die Möglichkeit von Sturzprophylaxe. Wie sieht die genau aus? Gibt es Hilfsmittel für da gibt zu Hause es zum Beispiel Hilfsmittel. Also es gibt gerade für den Schenkelhals, also für die Hüfte, sogenannte Protektoren. Das sind also so eine Art Mieder, wo die Seiten ausgepolstert sind, dass wenn es zum Sturz kommt, eben der Knochen nicht bricht. Das ist also eine wichtige Sache. Und dann, würden Sie das tatsächlich empfehlen? Es gibt Menschen, die eben zum Beispiel eine Parkinson'sche Krankheit haben oder eine Multiple Sklerose haben oder eine schwere Neuropathie, die doch regelmäßig häufig stürzen. Ja, das ist ein guter Tipp. Das ist absolut notwendig dann auch, um eben diese schweren Komplikationen zu verhindern. Und dann sollte natürlich die Wohnung auch umgestellt werden. Das heißt also, die typischen Stolperfallen, die man so kennt. Teppichkante, genau. Das ist natürlich das, was wirklich gefährlich ist. Das sollte fachkundig eben weggenommen werden. Dann gibt es eben Handläufe für die Wohnung oder auch dann die Dusche, ist ja auch so eine klassische Stolperfalle, wo dann man leicht stürzen kann. Ausrutschen, genau. Ja. Und das sollte unbedingt bereinigt werden im häuslichen Umfeld, damit es nicht dazu kommt. Es gibt auch Vereine, die sich darum kümmern, barrierefrei wohnen beispielsweise heißt das. In Hamburg ist es ein e.V., ein eingetragener Verein, der sich um diese Probleme kümmert, dann auch sehr fachkundig da beratend tätig ist. Super Tipp. Ja, da sind bestimmt viele Sachen dabei, die einem auch nicht sofort auffallen zu Hause. Und die Männer und Frauen vom Fach, die wissen dann wahrscheinlich genau, wo man gucken muss. Ja. Wie sieht es mit Medikamenten aus? Spielen die eine große Rolle? Naja, es gibt natürlich je nach Ursache auch Medikamente, die man einsetzen kann, um eben Gangstörungen zu verbessern. Ja,
Es gibt aber letztlich die Gangstörung oder die Erkrankung, die zugrunde liegt. Ne, die kann man versuchen zu verbessern, zum Beispiel wenn bei einer multiplen Sklerose ein Schub vorliegt, der eine Gangstörung macht, dann kann man durch Cortisonbehandlung die Gangstörung verbessern, indem sich eben die entzündlichen Veränderungen zurückbilden. Oder man kann zum Beispiel bei einer Borrelienerkrankung, also eine Infektion, die zu einer Nervenschädigung oder Nervenwurzelschädigung führen kann, durch eine Antibiotikabehandlung über 2 Wochen die Krankheit quasi zum Abklingen oder zum Verschwinden bringen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten medikamentöser Behandlung. Es gibt auch mittlerweile Medikamente, die bei Rückenmarkserkrankungen, insbesondere auch der multiplen Sklerose, letztlich die Gangfähigkeit verbessern können. Das sind bestimmte Substanzen, die bestimmte Ionenkanäle im Rückenmark unter anderem blockieren und dadurch die Gangfähigkeit verbessern. Also das ist speziell für Gangstörungen letztlich ein Medikament. Aber die meisten Medikamente, die man einsetzen kann, richten sich eben nach der Ursache der Gangstörung. Mhm. Wir kommen so ganz langsam zum Ende unserer Sendung, Herr Professor Seidel. Deswegen würde ich uns gerne zusammen ein bisschen hinlotsen in Richtung eines Fazits. Ja. Und da würde ich gerne wissen, ob das richtig ist, dass man, wenn man so eine Gangstörung spürt bzw. merkt oder feststellt, dass man schon möglichst sich schnell in fachkundige Hände begibt und dass Sie wiederum dann ja zuerst mal nach der Ursache gucken und diese versuchen zu beheben. Richtig? Genau, das ist der erste Schritt. Das heißt, erst mal selbst merken, es ist eine Gangstörung da, also das Gen hat sich irgendwie verändert. Und dann sollte man genau versuchen, die Ursache möglichst früh zu klären. Was ist ursächlich? Kann man die Ursache behandeln oder nicht? Es gibt auch Gangstörungen, die kann man eben auch nicht ursächlich behandeln. Aber was genauso wichtig ist, dann nach der ärztlichen Einordnung, neurologischen Einordnung der Störung, dann physiotherapeutisch weiterzumachen. Das heißt, der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin sollte dann genau wissen, was sie denn beüben sollte an Störungen, wo eigentlich das Problem liegt. Dann die Prophylaxe ist ganz wichtig für zu Hause. Ja. Und der erste Gang, macht es Sinn, zum Hausarzt zu gehen? Das ist natürlich immer der erste Gang. Der Hausarzt soll erstmal schauen, denn es kann, wie gesagt, auch zum Beispiel einfach eine Medikamenteninteraktion oder Überdosierung sein. Beispielsweise auch Schlafmittel können dann am Morgen eine Gangunsicherheit machen. Mhm. Und das ist so der erste Schritt, da erstmal zu schauen, oder liegt dann Diabetes mellitus vor, Zuckerbestimmungen machen, um da zu schauen und dann eben je nach Ursache weiterzuleiten den Patienten zum entsprechenden Facharzt. Ist es was vielleicht Neurologisches, Neurogenes, dann zum Neurologen. Ist es eher was Orthopädisches, durch Schmerzen, durch Arthrose beispielsweise, dann vielleicht auch eher zum Orthopäden. Aber der erste Gang zum Hausarzt ist immer erstmal der Hausarzt. Da haben wir doch hoffentlich unseren Zuschauern schon den entscheidenden Tipp mitgegeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Seidel, dass Sie heute da waren. Danke. Gerne. Liebe Zuschauer, vielen Dank auch wie immer für Ihr Interesse. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, bitte wenden Sie sich einfach an entsprechendes Fachpersonal, entweder an Ihren Hausarzt oder vielleicht auch an die Abteilung von Herrn Professor Seidel. Entsprechende Links und Adressen finden Sie bei uns auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Und dort finden Sie übrigens auch ganz, ganz viele andere Sendungen, die wir zu anderen Erkrankungen und medizinischen Themen bereits für Sie aufgezeichnet haben. Vielleicht sehen wir uns gleich schon zu einer anderen Ausgabe wieder, aber vielleicht brauchen Sie es auch nicht, sondern sind ansonsten gesund. Da würde ich mich natürlich am meisten freuen. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.